Hallo und herzlich willkommen, Christoph Pütz hier mit einem neuen Video aus Vista Kalifornien. So, dieses Video ist vielleicht auf gewisse Weise ein Ratgeber für Einwanderer oder aber vielleicht auch ein Ratgeber, wie man in den USA überleben kann. Was muss man denn hier so wissen bezüglich verschiedener Dinge? Und ja, da schauen wir uns einfach mal so ein paar Beispiele an. Manche mit ein bisschen Humor und im Augenzwinkern zu nehmen und andere können durchaus einen richtigen Hintergrund haben, wo es wichtig ist, dass man das zum Beispiel wissen muss. So, fangen wir mal einfach an. USA sind ein großes Sportsland und da gibt es natürlich unheimlich viele verschiedene Sportarten, die man verfolgen kann. Dann werden Begriffe um sich geworfen, wie zum Beispiel MLB, also MLB, NBA, PGA, NFL, NHL, und so weiter und so fort. Also das sind so Begriffe, die sollte man schon wissen, wenn man hier rüberkommt. Also NBA ist die National Basketball Association. Baseball ist Major League Baseball, MLB. NFL, National Football League. NHL, National Hockey League. Und so weiter und so fort. Also das sind Sachen, die kann man schon mal häufig, ich sag mal, gebrauchen, dass man ein bisschen weiß darüber, wenn man zum Beispiel in Gespräch mit Amerikanern, ja, hey, did you see what the Astros did? It's like, okay, wer oder was sind die verdammten Astros, ne? Also einfach mal nachschauen, welches Team denn die Astros sind und dann in welcher Liga spielen die denn? Sprechen wir gerade über Golf, Basketball, Baseball, Football und so weiter und so fort, ne? Also, da kann man sich sicherlich mal so ein bisschen mit beschäftigen. Ich sag mal, es ist jetzt nicht Fachwissen, was man wissen muss, um in den USA zu überleben. Aber für gute Gespräche mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen kann das schon mal ganz hilfreich sein. Also würde ich mir in jedem Fall mal anschauen. Sehenswürdigkeiten in den USA gibt es genug. Ich will jetzt hier nicht alle aufführen, könnte ich auch nicht. Da müsste ich hier, ich sag mal, sicherlich ein mehrstündiges Video machen. Schauen wir uns mal einfach Stonehenge an. Stonehenge ist ja weltbekannt, aber warte mal, Stonehenge ist ja nicht in den USA. Das ist ja irgendwo Großbritannien, ne? Also, das Stonehenge hier ist zum Beispiel die Cadillac Ranch in Texas. So, war früher mal was ganz Besonderes. Man sieht immer so die Cadillacs, wie sie dann in den Boden reingerammt worden sind. Und naja, es ist wirklich nichts Besonderes mehr. Und das ist mit vielen touristischen Attraktionen, die man so vielleicht noch aus Filmen und sonst was kennt, wo sie ganz super toll dargestellt werden. Wenn man da hinkommt, ist es ein Dump. Also ist wirklich, warum bin ich jetzt hier? Es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also, einfach mal so ein bisschen über den Zaun hinwegschauen und gucken, wenn man sich Sehenswürdigkeiten anschaut, ist es wirklich eine, sag ich mal, eine Tourist Trap. Und ist es wirklich dann noch Sinn und Zweck, dahin zu gehen? Also ich sag mal, Times Square in New York wird ja in Filmen gezeigt und mit den ganzen Lichtern ist auch beeindruckend. Kann man auch mal hingehen und sich anschauen, aber mehr als 10 Minuten würde ich da wirklich nicht verbringen. Es gibt sicherlich sehenswertere Dinge in New York City zum Beispiel. Das aber einfach mal so, vielleicht, wenn man hier rüberkommt, mal so die ganzen touristischen Sachen, die man aus Filmen, Fernsehen und Ratgebern, Reiseratgebern kennt, einfach mal zur Seite lassen und sich was anderes anschauen. Wer zum Beispiel nach Las Vegas geht, könnte man mit einem Mietwagen da gerade mal so 50, 60 Minuten nach Norden fahren zum Valley of Fire. Valley of Fire ist ein kleiner State Park nördlich von Las Vegas, wie schon gesagt. Und wenn man da dann gerade so zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang hinkommt, die Farben sind da extrem beeindruckend und ist mal was anderes als nur in Las Vegas am Strip entlang zu fahren oder sich da eine Show anzuziehen, reinzuziehen oder halt zum Hoover Dam oder zum Lake Mead zu fahren. Valley of Fire ist nun mal einfach so eine Sache, die nicht jedem bekannt ist und ist trotzdem wirklich ein sehenswertes Ziel für Besucher in Nevada. Also Tourist Traps, einfach mal rauslassen. So, Food, Essen, da gibt es ja unheimlich viele Dinge. Fangen wir mal an. Also, was ist denn ein Big Gulp oder ein Slushy? Keine Ahnung. Wo findet man die? Geht man da zu 7-Eleven, Albertsons, King Supers, Publix, Circle K, Dunkin' Donuts? I have no idea. Also, das sind so einfach Dinge, die sind Standard. Wer zum Beispiel mal zu 7-Eleven geht, kann da, glaube ich, den Big Gulp bekommen. Und das ist dann ein super-sized Drink, eisig und keine Ahnung, ich habe mir noch nie gekauft. Will ich nur mal einfach so sagen, das sind so die Fachbegriffe, die man vielleicht in den USA wissen kann, wissen sollte, ausprobieren will. Es gibt sicherlich bestimmte Nahrungsmittel oder gewisse Lebensmittel, Mahlzeiten, Gerichte, die man nur einfach ausprobieren möchte. Ob jetzt der Big Gulp oder so ein Slushy dazugehört, weiß ich nicht. Dann ein sehr wichtiges Ding in den USA,
Dienstags ist Taco Tuesday. Und das wird dann richtig, ich sag mal, gefeiert sozusagen, dass viele mexikanische Restaurants da dann entsprechend Tacos sehr preiswert anbieten. Auch Tacos sind vielleicht nicht so bekannt. Fisch-Tacos ist eine sehr gute Sache. Sollte man sich in jedem Fall damit beschäftigen. Also Tacos, ich sag mal, ist meiner Meinung nach für Leute, die aus Deutschland kommen, so etwas Unbekanntes und auch vielleicht nicht sonderlich hoch auf der Liste in Bezug auf Gerichte, die man mal ausprobieren sollte. Aber Taco Tuesday, die gibt es dann hier häufig für $1,99 ein Taco und dann holt man sich 3, 4 Tacos oder auch 5, je nachdem wie hungrig man ist. Und da kann man dann verschiedene Sachen ausprobieren. Also Tacos sind hier eigentlich so ein sogenanntes Staple, ein Grundnahrungsmittel. Und würde ich in jedem Fall mal gucken, wenn es Taco Tuesday ist und die Arbeitskollegen oder Freunde laden einen ein oder hey, komm doch mit, geht mal hin und probiert mal den Taco Tuesday aus. Wo wir schon über Mexikanisch sprechen, wer zu Chipotle oder zu Qdoba gehen will, um da dann einen guten Burrito oder was anderes Mexikanisches zu holen, naja, also dem Marketing nach ist es mexikanisches Essen. Es sieht auch vielleicht ein bisschen aus wie mexikanisches Essen, aber richtiges mexikanisches Essen, das findet man nicht bei Chipotle oder Qdobas. Da sollte man sich besser so einen kleinen mexikanischen Shop irgendwo suchen. Da schmeckt das Essen sehr viel besser. Und naja, ist dann auch wirklich, ich will nicht sagen, voll authentisch. Es ist schon besser. Wichtig ist auch übrigens, wenn man, je weiter man nach Norden geht, desto schlechter wird das mexikanische Essen. Also viele Mexikaner, Mittelamerika, die bleiben einfach im Südwesten der USA, weil es vom Klima her am einfachsten für sie ist. Und naja, je weiter man nach Norden geht, mexikanisches Essen schmeckt dann doch schon ganz anders als im Vergleich hier in der Nähe zur Grenze zu Mexiko. Dann, es gibt ja hier auch unheimlich viele Sandwich-Shops und Subway ist dann auch wieder sowas. Naja, also labbriges Brot, Subway gibt es ja, glaube ich, in Deutschland auch. Es ist wirklich nichts Besonderes. Und dann natürlich auch die Frage, wird ein Burger, ein Hamburger, Cheeseburger, was auch immer für ein Burger, auch als Sandwich bezeichnet? Und ja, die Frage, die kann berechtigt sein. Und ja, die Antwort ist ja. Man bezeichnet hier einen Burger auch als Sandwich, obwohl es ja der richtigen Definition nach ja, vielleicht nicht mit so einem Sandwich zu vergleichen ist, was man bei Jersey Mike oder bei Subway bekommt oder so. Aber wichtig, es kann durchaus sein, dass jemand einen Burger als Sandwich bezeichnet. Pizza. Pizzerien wie in Deutschland gibt es hier vereinzelt auch. Dann gibt es die normalen Pizza-Restaurants und ganz wichtig. Ja, und in Deutschland, also die Pizzerien, die bieten ja dann auch hauptsächlich wirklich nur italienisches Essen an. Hier in den USA, man geht irgendwo zu einem Pizzaladen und kann dann auch direkt die Hot Wings mitnehmen und auch noch andere Fast-Food-Utensilien, sage ich jetzt mal, also Gerichte entsprechend mitnehmen. Aus welchem Grund auch immer sich das so eingebürgert hat, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwo hingehe, Pizza und Hot Wings ist eine ganz normale Kombination. Und dann Pizza in Deutschland oder in der Pizzeria wird ja doch häufig eher mehr so Wein getrunken, Lambrusco, Rosé und was weiß ich nicht alles. Hier in den USA trinkt man meistens wirklich ein eiskaltes Bier zur Pizza. Gibt natürlich hier auch italienische Restaurants, wo man dann Wein bekommt, aber einfach so im Großen und Ganzen die meisten Standards, Casual Dining, da gibt es dann halt entsprechend Bier zur Pizza. So, dann sprach ich schon von Casual Dining. Schauen wir uns das Wort Casual doch mal einfach entsprechend an. Also Casual ist einfach, ich sag mal, eine sehr relaxte Sichtweise, sagen wir es mal so. Relaxed zum Beispiel bei der Kleidung. Also Casual Clothing ist wirklich, ich sag mal, Freizeitkleidung. Das kann sogar dann bis zur Jogginghose und so weiter gehen, was weiß ich nicht alles. Also Casual ist wirklich, ich sag mal, nichts Besonderes von der Kleidung her. Casual Friday in den Büros, wo man hingeht, wenn man da zum Beispiel im Büro, sag ich mal, montags, dienstags, mittwoch, donnerstags fein angezogen ist, dann darf man am Freitag ein bisschen mehr casual sein. Je nachdem, wo man dann ist, kann es einfach sein, dass man keine Krawatte trägt oder dass man dann statt eines Hemds ein Poloshirt trägt. In manchen Firmen kann man dann sogar bis aufs T-Shirt runtergehen, manchen Firmen auch entsprechend dann in Shorts auftauchen, aber casual wirklich, die meisten Firmen wollen schon sehen, dass man dann nicht in zerrissener Kleidung auftaucht. Zerrissene Jeans sind ja doch wieder sehr in Mode gekommen. Und naja, das ist zwar casual, aber für einen Casual Friday in einem Büro zum Beispiel nicht. Das Wort casual, das passt zum Beispiel auch in das Wort Casualty.
So, wer das jetzt mal nachschaut, what is a casualty? Hat nichts mit Kleidung oder Relax zu tun, sondern ist einfach das Opfer eines Verbrechens oder eines Mordes und so weiter und so fort. Also nicht einfach nur direkt dann denken, na casual, das ist ja locker und relaxed und so weiter. Casualty passt da nicht ganz so rein. Weitere Abkürzungen, die man wissen muss, also eben sprach ich schon so NHL, NHL, NBA und so weiter. Bei den Adressen ist das übrigens auch sehr wichtig und das kann gerade sein, wenn man zum Beispiel auf irgendeiner gewissen Straße wohnt und man gibt die Adresse zum Beispiel im Online-Einkauf irgendwo ein und dann kommt das, oh, deine Adresse konnte nicht verifiziert werden, ist das hier die richtige Adresse? Und dann zeigen sie deine Adresse mit einer Abkürzung vom Teil des Straßennamens. Was wird denn da abgekürzt? Also es gibt zum Beispiel den Place, P-L-A-C-E, das wird dann als P-L abgekürzt. Oder den Circle, den Kreis, das ist dann C-I-R, Circle. Trail wird abgekürzt als T-R-L, T-R-L. Street, S-T, ist sicherlich ganz normal. Dann gibt es noch den Court, der wird als C-T abgekürzt. Der Way, der Weg, der kann als W-Y abgekürzt werden. Das bitte nicht mit Wyoming zu verwechseln, weil das Kürzel für Wyoming ist W-Y. Dann gibt es da noch entsprechend die Terrace. T-E-R wird auch entsprechend abgekürzt. Was ist denn eigentlich eine Terrace? Ist das eine Terrasse? Also eine Terrace ist häufig der Straßenname für Reihenhäuser. Häuser, die auf einer Ebene in Reihe gebaut worden sind. So Reihenhäuser nach deutschem Muster gibt es ja hier auch. Heißen vielleicht nicht unbedingt Reihenhäuser, es sind dann mehr so Townhomes. So werden Reihenhäuser, Siedlungen hier entsprechend in den USA verkauft, sag ich jetzt mal, angepriesen. Aber Terrace, wie gesagt, es ist also nicht die Terrasse, sondern einfach eine lange, gerade, oberflächige Straße, wo Reihenhäuser gebaut sind. So, ich sprach eben schon vom Casual Dining und da gehen wir jetzt einfach nochmal ins Thema rein. Und zwar so Restaurants wie Applebee's, Denny's oder Dennis, je nachdem, wie man es aussprechen will, Chili's, Olive Garden, TGIF, Thank God It's Friday und so weiter und so fort. Also IHOP für Breakfast und so weiter. Also es sind Restaurants, die sind ja nicht besonders beeindruckend. Es ist eine gleichbleibende Qualität. Ich sag mal, können durchaus beliebt sein, aber ich habe mit relativ vielen Deutschen mal auch so gehört, dass sie unheimlich gerne dann zu Denny's hingehen. Und naja, wenn man dann hier mal eine Weile gewesen ist und vergleicht das Essen, was man bei Denny's kriegt, mit einem richtigen Restaurant, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich nichts Besonderes. Also ich würde mir dann schon die Zeit nehmen, wenn man hier ist, nicht zu Denny's gehen, sondern vielleicht mal einfach so die Non-Chain, also die keine Kettenrestaurants entsprechend suchen. Da kann man häufig wesentlich besser essen. Und wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und ich kann absolut nichts finden, dann kann man auch zum Applebee's gehen oder zum Olive Garden. Olive Garden soll ja angeblich italienisch sein, keine Ahnung, also ich kriege da jedes Mal Durchfall von, wenn ich da hingehe, was auch immer die in ihr Essen tun, also mich sehen die da nicht mehr. Ähnlich ist es auch mit Restaurants wie zum Beispiel die Cheesecake Factory, die ist häufig in Malls angesiedelt oder in, ich sag mal, vielen Fußgängerbereichen, die es in den USA ja dann doch hier und da mal gibt. Cheesecake Factory ist auch nichts Besonderes. Es sind einfach riesige Portionen, wo man dann 1500 Kalorien in einem Essen bekommt oder 2000. Und naja, im Endeffekt ist es wirklich auch nur durchschnittliches Essen oder vielleicht auch unterdurchschnittlich. Also wenn man hier hinkommt, einfach mal ein bisschen Experimentierfreude zeigen. Hier gibt es unheimlich gute Restaurants überall. Man muss vielleicht einen kleinen Moment suchen. Also man sollte sich dann im Hotel oder im Mietwagen mal eben kurz die Zeit nehmen und mal kurz eine Suche machen, um zu gucken, wo gibt es denn hier wirklich eine gute Pizza oder was weiß ich, was man essen möchte. So, letzter Teil für dieses Video, Besuche beim Arzt in den USA. Also in Deutschland konnte man zumindest damals, als ich da noch gelebt habe, einfach, wenn man krank ist, morgens zum Arzt reinmarschieren, setzt sich in den Warteraum und kommt dann nach ein, zwei Stunden eventuell dran, kriegt sein Rezept, geht zur Apotheke, geht nach Hause, benachrichtigt den Arbeitgeber und man ist krankgeschrieben, schickt die Krankmeldung rein und so weiter und so fort. Also so läuft das in den USA nicht. Hier kann man nicht einfach so zum Arzt gehen, sich in den Warteraum setzen und dann irgendwann drankommen. Also, wenn man hier zum Arzt geht, da muss man da anrufen, einen Termin machen. Wenn man noch keinen
Arzt hat, dann finde ich, ist es sehr wichtig, wenn man aus Deutschland kommt, einfach sich mal einen Arzt suchen. Und da gibt es verschiedene Mittel. Es gibt also von der Krankenversicherung, die man hoffentlich durch einen Arbeitgeber hier bekommt, dann entsprechend eine Webseite, wo man Ärzte suchen kann. Und das erste Wichtige, was einem auffällt, nicht jeder Arzt akzeptiert neue Patienten. Also wirklich gucken, dass man einen findet, der neue Patienten akzeptiert. Dann, wie gesagt, die möchten gerne wissen, mit wem man es zu tun hat, einfach einen Termin machen für zum Beispiel ein Physical. Das ist einmal der jährliche Check-up beim Arzt. Und das ist eine Sache, die ist in Deutschland auch nicht unbedingt so, zumindest von meinem Wissen nachher, dass man regelmäßig zum Arzt geht. Hier in den USA ist es durchaus üblich, dass man einmal im Jahr zum Check-up geht und dann wird halt alles entsprechend, sag ich mal, durchgecheckt, mal mehr oder wenig detailliert, aber man ist dann zumindest beim Arzt schon mal gewesen, registriert, der kann den Namen und das Gesicht zueinander packen und wenn man dann krank ist, kriegt man noch relativ leicht einen Termin, häufig sogar am selben Tag. So, der Check-up gibt halt einem den Grund, dass man da den Termin beim Arzt macht, man muss viel Papierkram ausfüllen und dann hat man aber einmal so die Beziehung zum Arzt. Halte ich mal für sehr wichtig, wenn hier rüberkommt, wartet nicht, bis man wirklich krank ist, weil wenn man dann einfach erstmal einen Arzt finden muss, der neue Patienten akzeptiert und wo ich vielleicht am selben Tag reinkommen kann, na, wer weiß, ob das jetzt der beste Arzt ist oder nicht. Also in der Hinsicht, ein bisschen Planung hilft da in jedem Fall und würde ich in der Hinsicht vorschlagen, das sollte einer der Punkte sein, wenn man in die USA kommt und dann hier anfängt zu arbeiten, der ziemlich weit oben auf der Liste steht von Sachen, die man tun muss. Also man muss Abkürzungen können, dass man zum Beispiel weiß, um welche Sportart dreht es sich hier. Vielleicht die lokalen Sportsteams auch zumindest beim Namen her kennen, dass man weiß, okay, wer sind die Denver Broncos, wer sind die Colorado Rockies, sind die San Diego Chargers? Nee, die gibt's ja gar nicht mehr. Sind es die Los Angeles Chargers oder sind es die Los Angeles Rams und so weiter und so fort. Also einfach, wenn man so ins Gespräch kommen möchte mit Arbeitskollegen, Freunden, Bekannten und so weiter und so fort, diese Abkürzungen und diese Teamnamen einfach mal reinschauen. Stonehenge, Cadillac Ranch und so weiter und so fort. So, das ist jetzt mal der inoffizielle, mal ernst oder mal nicht so ernst gemeinte Einwanderungsratgeber, Ratschläge, die man sich zu Herzen nehmen kann oder einfach auch ignorieren kann, spielt keine Rolle. Aber das sind so ein paar Sachen, die einem vielleicht am Anfang nicht ganz so bewusst sind und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. So, das soll es dann mal für heute sein. Schöne Grüße aus Vista in Kalifornien und dann sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video. Tschüss!